ein Hirtenbub. Der ist an meiner Hab. Schöf war der auf Weg. Er hat sich geärgert, weil Stöner über Stöner und Stöner und manchmal ein Grashalm dazwischen drin. Dann ist noch ein Unwetter aufgekommen und wie es angefangen hat, blitzen und donnern. Bitteschön, bitteschön. Wie soll ich da die Schöf satt kriegen? Und wie soll ich mich nachher satt kriegen? Die Bauern sind ja nie zufrieden mit mir, wenn es da kein Gras gibt. Und beim ersten Blitz und am Donner drauf kommt hinter den Bäumen eine helle, leichte Gestalt führen und sieht zum Hirtenbub. Sei nicht unzufrieden. Aber es gibt viel auf der Erde und es gibt viel unter der Erde. Kaum ums Umschauen, ist der verschwunden. Und mit dieser Botschaft sozusagen eigentlich, ist er zum Bauer, hat es erzählt und dann haben sie angefangen zu graben. Und ihr wisst, wie die Silberwalser da graben haben und wirklich auch satt werden können.